Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Mose, alt und lebenssatt, redet zu seinem Volk. Er denkt zurück an alles, was gewesen ist. Er erinnert an den langen Weg durch die Wüste. 40 Jahre ist dein Gott bei dir gewesen, sagt er zu seinem Volk. 40 Jahre hat er dich begleitet und behütet, ist mit dir gegangen durch schwere Zeiten, um dich zur Freiheit und zum Leben zu bringen. Und er hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Das sagt er zu den Menschen, die immer wieder gezweifelt haben, die immer wieder unsicher waren und vor allen Dingen, die immer wieder an ihre Grenzen gekommen sind. Er hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Das sagt er nicht zu einem Einzelnen, sondern er sagt es rückblickend zum ganzen Volk. Es ist eine Erfahrung, die sich erst im Rückblick erschließt. Die Werke deiner Hände. Manche Hände sind groß und stark, manche klein und zierlich. Manche können gut festhalten, andere Hände können gut loslassen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unseren unterschiedlichen Händen. Wir sehen es an den Händen Martin Luthers. Die eine Hand mahnend, dozierend erhoben. Es ist aber auch die drei Finger zum Himmel gezeigt, die Gebärde für Gott. Er verweist auf Gott. Und in seiner linken Hand hält er die Bibel fest. Die Bibel, die er übersetzt hat, die Bibel, die er mit uns vertraut gemacht hat, weil er über sie gepredigt, über sie nachgedacht hat. Beide Hände sind wichtig. Die Hand, die arbeitet, die Hand, die betet, die Hand, die etwas verschenkt und auch die Hand, die etwas annimmt. Ich habe dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Diesen Satz sagt Mose im Rückblick. Aus dieser Erinnerung sollen wir Mut bekommen, Mut für Gegenwart und Zukunft. Gott, der bisher bei uns war, der uns bisher gesegnet hat, der wird es auch in Zukunft tun. Er wird auch dann bei uns sein, wenn neue Wüstenwege, neue Schwierigkeiten vor uns liegen. Und er wird bei uns sein, wenn wir Zeiten der Fröhlichkeit, der Dankbarkeit und der Freude erleben. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.